So, Klappe die zweite, vielleicht klappt es diesmal besser. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Genau. So, die beiden Verrückten sind wieder am Start und zwar inspiriert durch die Tour am Arno entlang nach Florenz. Hat uns beides super gefallen, sowohl am Arno entlang als auch Florenz selber. Geht es heute den Reno entlang und dann nach Bologna. Wir freuen uns schon riesig. Die Strecke wieder 100 Kilometer Länge ungefähr und schön, dass ihr dabei seid. Auf geht's. Auf geht's. Kurz ergänzt, Start unserer Tour ist der kleine Ort Riola. Der liegt hier zur linken Seite, beziehungsweise Ponte. Da drüben haben wir geparkt. Zur rechten Seite vom Arno. Nee, vom Remo. Heute war am Remo. Genau, der Remo liegt direkt unter uns. Wir sind hier gerade 20 Meter gefühlt gefahren und haben da dieses Schloss da entdeckt. Oder Burg, links Burg, rechts Schloss. Sieht echt toll aus. Guck mal. Also wenn wir nachher noch Akkuleistungen haben, noch fit sind, nach den 106 Kilometern haben wir gerade noch mal geschaut, dann geht es dann auch unbedingt noch mal hoch. Da macht er richtig Bock drauf. Scherz beiseite. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich nur von unten sehen. Ich glaube, wir sind nachher echt tot, wenn wir aus Bologna zurück sind. Aber jetzt starten wir erstmal und genau. Wow, ist das nicht schön. Oberhalb von Ponte liegt das. Das ist der Blick nach vorne. Geniales Wetter heute erwischt. Ich habe ein Gefühl, das wird eine richtig coole Tour. Kurz die Route erläutert. Normalerweise kennt es ja von uns, dass wir gerne eigentlich einen Rundkurs fahren. Das ist diesmal nicht möglich. Wir werden Hin- und Rückweg den gleichen Weg wählen. Weil ihr seht es auch, links und rechts von uns liegen die Berge. Und das wäre einfach zu lang oder zu viele Höhenmeter gewesen. Deswegen einfache Entscheidung diesmal. Und bei der traumhaften Kulisse, das tun wir uns gerne ein zweites Mal auf dem Rückweg dann an. Das ist echt, der Anfang ist wahnsinnig vielversprechend hier. Richtig schön. Genial, einfach nur genial. Genauso habe ich mir das vorgestellt. So schön hätte ich es in meinen Träumen mir gemalt. Genau, nein. Also, wir hatten ja schon mit dem Arno echt Glück und viel Spaß. Und Florenz hat mir super gut gefallen. Ich bin total gespannt, ob Bologna ähnlich ist. Kleine verwinkelte Gassen, alte Kirchen, tolle Sehenswürdigkeiten. Aber landschaftlich, jetzt im Vergleich zum Arno hier, dem Remo entlang, muss ich sagen, bisher, ich zeige euch das nochmal. Also, irgendwie hinter jeder Kurve ein neuer Hügel, der irgendwie vor uns liegt, ein schöner Berg. Echt richtig toll, richtig toll. Was macht der denn hier? Sag du nochmal einer hier, was über den Bahnhof in Anrath. Hier ist ja mitten im Nichts irgendwie, ne? Ja, aber wenn da steht Carbona, muss ja eigentlich auch irgendwo ein bisschen Carbona sein.
Ja, warte mal, ich gehe mal gucken. Vielleicht sind die hier, verstecken sich dahinter, ne? Die verstecken sich wirklich dahinter, kein Scherz. Bitte? Das ist kein Scherz, die sind wirklich hier dahinter. Hat man von eben, von oben kommen nicht gesehen, aber da ist eine kleine Stadt, kleines Dorf. Hab nicht gescherzt, ne? Ja. Süß. Ja, da unten geht es in ein Örtchen rein. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie man da eben irgendwo schon mal ein Abzweig war. Aber der hat eine Haltestelle. Aber da, nur in einer Richtung. Da kommt doch was. Da kommt doch. Attention. Ja. Bitte vom Bahnsteig wegtreten. Ja, ich habe das auch nicht gewusst, dass es sowas noch gibt hier. Als ich da oben nach Winterberg hochgefahren bin, die letzten 4-5 Stationen waren Bedarfshaltestellen. Heißt, wenn du aussteigen willst, musst du einen Knopf drücken, ansonsten fährt er durch. Und wenn da keiner steht, hält er nicht an. Ich wusste gar nicht, dass es bei der Bahn auch sowas gibt. Nee. Bei Bus- und Straßenbahn kenne ich sowas, aber... Do not go beyond the yellow line. Warten wir mal nicht. She goes her own way, like I don't give a damn girl. And my God, she owns it. So many heartbreaks, goes back to 2014. And I think that she knows it. And if you've seen her, I know that you would believe it. Cause I know that you'd want her to. Yeah, I do. Everyone's taking their shot, but missing out on the cut. I think she knows that. She drives him crazy when she's looking like that. The way she's moving makes him want it so bad. It's the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, cause I want her to. Oh yeah, I'm running in circles just to make her react. My heart is racing, yeah, I want her so bad. I wanna kiss her, but I know for a fact that she's way too cool. But I want her to. Oh yeah, I rip skinny jeans and tattoos on both her ankles. 21 pilot t-shirt. Ja, wenn er vorher gewusst hätte, hätte man gar keine Fotos machen brauchen. Ja, schöner geht's euch nicht. Genial. Ist das genial. Oder? Rein Traum. Ja, jetzt würde ich sagen, posen wir ein bisschen, oder? Was machen wir? Ein Posen. Posen? Wir posen. Wir stehen mal cool mit Bike und ohne Bike hier vor der Landschaft. If you've seen her, I know that you would believe it. Cause I know that you'd want her to. Yeah, I do. Come on and give it a shot, but you'll be missing the cut. I think she knows that. She drives him crazy when she's looking like that. The way she's moving makes him want it so bad. It's the attention that we wish that we had. She knows that. She drives him crazy when she's looking like that. The way she's moving makes him want it so bad.
Mir alles überdacht hier, ne? Beiden Seiten, ne? Stark. Ja, auch hier alles immer. Alles überdacht, ja. Ja, Empfehlung. Ich finde die so faszinierend, die unterschiedlichen Farbtöne zwischen Gelb und Rot irgendwie. Überall anderes Orange. Ja, das ist jetzt nicht so eine Schönheit wie in Florenz, ne? Oder gestern der eine in Lucca, der sah auch deutlich besser aus. Vielleicht war da oben eben halt... Das vielleicht nicht, aber trotzdem irgendwie interessant. Interessant, ja, ja, ja. Das Wetter sieht komisch aus, kann dich nicht durch den Schein. Setzt sich die dunkle Wolkenfront durch oder vielleicht doch die Sonne? Es hat jetzt leider leicht angefangen zu regnen. Mal hoffen mal, dass es nicht schlimmer wird. Bergetappe bei 30 Grad und Regen. Naja, Regen war es vorher. Aber so sehen wir gerade aus. Tierisch geschüttet. Und ja, sind nur so 20 Kilometer. Aber jetzt kommt die Sonne wieder durch. Hoffen wir mal, es klappt dabei. Herrlichster Sonnenschein irgendwie, als wäre nichts gewesen, Straße trocken. Gut, man kann es noch oben am Himmel erkennen, gibt dann doch noch ein paar dunkle Wolken.
hier. Oh ja. Willst du eben noch hochfahren? Nee, heute nicht mehr. Ton? Ton. Wir befinden uns im dritten Schlafzimmer, das von uns leider nicht genutzt wird, aber das ist jetzt auch das, was uns am wenigsten, glaube ich, gefallen hat, ne? Aber egal. Ja, zeigen wir euch gleich, ist jetzt nicht so mega spannend, aber wir haben ja gesagt, jedes Mal ein anderer Raum für die Schlussbesprechung. Ganz schnell gesprochen, weil wir haben Durst. Wir haben Hunger, ne? Hunger. Und Durst. Genau, es geht in die Pizzeria. Wie fandest du das? War cool, oder? Die Tour oder ja, die Pizzeria? Die Pizzeria kommt ja nochmal. Beides cool. Ja. Tour war gut, war wirklich gut. Ja, also hat richtig viel Spaß gemacht, speziell der Anfang. Tolles Wetter gehabt am Anfang. Ja, eigentlich und durchgehend bis auf die 15 Minuten Regen, aber genau. Das war halt schon gut. Ja. Und Bologna, ich wage jetzt mal einfach keinen Vergleich mit Florenz, aber er war einfach ein bisschen anders, aber war auch irgendwie richtig nett, ne? Ja, gut, die Bauten waren ein bisschen anders aus, aber ja, Großstädte, die haben schon ihren Charme. Ja. Und lässt sich gut Radfahren, ne? Auch wieder. Relativ gut, ja. Relativ schon nicht viele Radwege bis ins Zentrum rein und auch noch relativ guten Qualität. Ja, genau. Ja. Also, morgen letzte Tour. Wir wissen noch nicht genau wohin. Wahrscheinlich nach Lucca wird eine kurze Tour. Sonntag ist dann Rückreise und wir haben es jetzt wirklich eilig. Deswegen kurz nochmal einmal das Zimmer gezeigt. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier nicht ganz so prickelnd. Die anderen beiden sind deutlich schöner. Und in dem Sinne, mit diesem hübschen jungen Mann, tschüss. Tschüss.